Jo Leute, was geht? Und damit erstmal ein herzliches Willkommen zu einer neuen Runde Paragon. Ich bin heute natürlich nicht alleine, denn der Glubschi ist auch wieder mit am Start. Hallo. Und wie gesagt, wir werden heute nochmal eine ordentliche Runde Paragon zocken, versuchen nochmal unser Glück. Und wo ist er denn? Ich hab ihn eingeschaltet. Ist er? Ja. Alter. Wie er sich da in den schwitzt, weil das ihn da durch. Der letzte gleich wieder. Ich kann nicht mehr. Er kommt einfach nicht. Hey, lass. Bevor wir gleich zum Thema kommen, lass mal wieder unseren Kern angreifen. Alles wir klar. Verarschen unsere Mates ja, oder so ein bisschen. Hilfe. Das ist richtig geil. Nee, darum geht es gar nicht. Nein, wir haben nämlich eine neue Paragon-Community am Start. Und da kann jeder wirklich mit jedem zocken, weil es ja oft das Problem gibt, dass es AFK-Mates gibt, dass es Leute gibt, die einfach das Match verlassen oder unfair spielen, nur Kills klauen. Und dann, wie gesagt, haben wir keinen Bock mehr drauf, das machen wir nicht mehr. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, habe eine Paragon-Community erstellt, die seht ihr gerade im Hintergrund. Und da kann jeder wirklich so beitreten, da kann jeder mit jedem zocken, auch mit uns könnt ihr da zocken, wir mit euch, ihr könnt mit dem Video sein. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr da gerne beitreten, ihr müsst uns ja auf der PS4 adden. Wie wir heißen, steht da natürlich alles in der Kanalinfo. Und da würde ich sagen, freue ich mich schon auf die Leute, die beitreten, und wir werden jetzt hier mal loslegen. So, ich glaube, der eine Typ, den du da gerade festgehalten hast, ist echt abgefuckt auf dich. Ein wird er dich nicht. Ne? Ein bisschen, ja. Ja, also, der ist jetzt hardcore, ja, drauf und wird jetzt erstmal alle Gegner rasieren. Hier fehlt hardcore, irgendwie die... Ja, ich wusste nicht mehr, was ich sagen wollte. War natürlich irgendwas Geiles, aber ist mir da nicht mehr eingefallen. So, gut. Also wir, ich kann das ja mal eben erzählen. Wir haben vorhin eine Runde gespielt, wollten uns aufwärmen. Und die war mega spannend. Wir waren wirklich anfangs wurden so zurückgetrieben. Hat nur noch einen Inhibitor. Der Kern, glaube ich, 26% Leben. Ja. Auf einmal schlagen wir die alle zurück. Ich habe irgendwie 19-0 gespielt. Wir haben super Teamplay gehabt. Der eine, der Krux in unserem Team gespielt hat, holt den Orb, dass die Inhibitoren wiederkommen. Und dann haben wir die noch so zurückgedrängt. Wir waren eigentlich am Gewinnen. Und das Schlimmste war, dann hat uns das Spiel gekippt. Ja, wir hatten halt so einen richtig kranken Lag, wie man eben sich in seinen Alphorn vorstellt. Und dann war es vorbei. Genau, also ich blende das jetzt auch mal im Hintergrund ein. Das ist das, was ich davon noch aufgenommen habe. Ich musste das einfach mal machen. Ihr seht es, ich schlage auf Gideon ein, es passiert nichts. Wir waren praktisch gar nicht mehr im Game mit drin. Wurden danach gekickt, haben versucht beizutreten. Und was dabei passiert ist, sieht man ja, es hat nicht geklappt. Deswegen nehmen wir jetzt eine Runde auf. Hoffen natürlich, dass das Ganze besser wird. Und ich werde jetzt erstmal versuchen, der hat schon einen Kill. Ah, alles klar. Das ist Mannis. Warum nicht, ne? Ich habe gehört, das bringt Glück. What? Stein! Ja. Bam. Alter, komm her. Du gehörst mir. Ich krieg dich. Ja. Ey! Meiner. Yeah. Warte. Teil. Wo bist du? Achso, du hast mir die gar nicht geklaut. Wir haben einfach gleichzeitig einen Orgasmus, sorry. Ich dachte gerade, du hast mir die Kill geklaut. Also nee, ich bin doch gar nicht bei dir, Mann. Ich bin bei Muriel, ich also den du vorhin gefangen genommen hast. Wir haben gerade gleichzeitig einen gekillt und dann kam ich hab einen getötet und dann kam die Benachrichtigung, einer ist gestorben. Dann wurde es einfach du da angezeigt und ich dachte, Alter, du hast mir jetzt nicht meinen Kill geklaut. Ach so, nee, keine Sorge, ich bin hier voll der Pazifist, also... Ich töte hier niemanden. Wollte schon sagen, gerade über erwähnt hier Werbung für die eigene Community. Ja, es gibt ja immer so Leute, die einen Kills klauen, aber hier haben die das nicht. Und da klauen die einen Kill. Ich meine, dass man aus Versehen einen Kill klaut, ne? Kann immer mal passieren. Aber es gibt so Leute, mit denen spielst du random Teammates und so. Wie du schon sagtest, er hatte heute auch eine Runde, wo ihm keiner geholfen hat und er ist verreckt. Ne? Alter, das müssen wir nicht glauben. Mir ist gerade erstmal aufgefallen, dass ich mein Mikrofon für meine Aufnahme gar nicht vor mir habe. Alter, bin ich kernbehindert oder was?
Scheiße. Ich kann nicht mehr, Alter. Das ist der totale Hirnweg. Sorry, wenn ich das so sage, aber er redet die ganze Zeit und hat da kein Mikro stehen. Ich weiß gar nicht, ob man mich gehört hat. Wahrscheinlich hat man eher das Summen von meinem Laptop gehört. Also ich denke mal, in meinem Video wird man dich hören, weil ich dich höre. Ja, ich muss halt... Aber das ist also... Das ist... Für Party-Audio habe ich halt ein normales Headset auf. Aber ja. Ich muss mich für die Elgato, muss ich mich halt nochmal extra... ...ein anderes Mikro. Ja, das kenne ich. Und das habe ich halt nicht vor mir gehabt. Also, oh Mann. Also das ja, ist mir auch noch nicht passiert. Du hast ein Video ohne Ton aufgenommen, das kann man auch mal machen. Na, also sind ja nur 4 Minuten. Also ich werde dann einfach in die Kommentare schreiben, hier, falls ihr was hören wollt, spult einfach 4 Minuten vor. So, komm, dann holen wir uns. Oder ich verweise die ersten 4 Minuten. Du hast ja Ton. Ja, also ich kann dir sonst auch die ersten 4 Minuten von meinem Video schicken. Dann lädst du das bei dir irgendwie so mit hoch, schneidest das. Dann sieht man das zwar aus meiner Perspektive. Aber ich denke mal, das passt auch, oder? Ja, das könnte man ganz gut machen. Denk mal, da wird es kein Problem. Hauptsache, du hast Ton und die denken nicht, alles klar. Ist der beschränkt? Okay, so, dann gehe ich mal zurück zur Base und skill mich mal kurz. Der war gut. So, wo bist denn du überhaupt? Dann können wir zusammen auf eine Lane gehen. Ich bin links gerade. Okay, dort bei dir ist Sparrow. Ja. Aber für den müsste ich mich noch ein bisschen skillen, weil der macht viel kritisch. Scheiß auf Skillen, ey. Ich gib ihn einfach ein bisschen hier. So. Drittel ist weg von ihm. Erzähl mal das von deinem Schlachtruf. Den Stein? Ja, genau. Ah, da musst du aber erstmal herkommen, dann kann ich das zeigen. Dann sieht man das ja, bei dir auch. Dann erzähl's gleich, ich bin ja gleich auf dem Weg. Aua. Dein Ultimate Finisher. Ne? Ja. So, ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Ja, ich rasiere hier gerade ein bisschen die Minions weg. Alles klar, kann man mal machen, ne? Aua. So. Aua. Lock ihn mal durch, ich bin unten in dem Unsichtbaren. Ja. Was mich natürlich nicht unsichtbar macht. LOL. Okay. Da ist ein Schutzzug. Hier. Da. Da. Weg damit. Hab's. Alter, du blockierst mich. LOL, ich werde geheilt. Oh, moin. Ich glaube, er hat sich auch aus dem Kampf gelockt. Der Typ, der dich hasst, hat mich geheilt, Mann. Der soll jetzt mal herkommen da hinten, damit ich meinen Stein zeigen kann. Das ist ein Special Move, also der ist. Das war gestern so bekloppt. So. Stein! Ja? Nein, der hat nicht getroffen! Auch Manten! Scheiße! Das ist nämlich das Einzige, was er werfen kann, dieser Stein, und er hat das gestern geschrien als Schlafdu. Das war richtig lustig. Oh! Nee, mein Freund, so nicht. Ja, komm, auf die Fresse! Komm her, Sparrow! Ich hab nicht so viel Leben. Ja, genau! Genau! Oh. Alter, geht's noch? Der hat mich geschlagen! Lupfi, lauf! Was? Der hat dich geschlagen in einem Kampfspiel? Ja, ich kann nicht! Ja! Ich bin gerade in den Kampf gesprungen. Du bist safe. Ja. Alles cool. So, ich hau ab. Helf dir selber, ne? Spaß. Danke. Warte mal, Ich geh mal kurz in den Jungle, dann kann ich mich ordentlich regenerieren hier. Du musst nicht der Schnellste sein, du musst nur schneller rennen können als deine Freunde. Ja, das langt immer. Ja, Jurassic Park, habe ich den Spruch hier. War auch begründet damals. So, komm. Zack. Ey, nee, hier nicht unseren Nebenturm kaputt machen, das finde ich nicht in Ordnung. Also, komm Leute, was wollt ihr denn von unseren Türen? Die sind da zu dritt. Seid knackt. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich muss hier mal kurz durch. Ich komme einfach von hinten und renne einfach mal durch die Gegnermenge. Stein! Der hat getroffen!
Er ist fast tot! Ja, komm, gib's ihm! Ich komm nicht ran! Sparrow blockiert mich! Ist das dein Scheiß, Dann gib das Sparrow, Mann, du musst dich da irgendwie durchhauen! Leben, aua! Aua, 100! 107, 113! Oh, okay. Einer kommt in den Jungle. Okay, da hätte er wohl besser nicht hingehen sollen. Oh. Ja, so, ich bin zurück in der Base und werde mal eben ein paar Skillpunkte verteilen. So. Ich müsste eigentlich auch mal skillen. Ich habe 6 Punkte, ja. Ich habe gerade das wahrscheinlich Schlauste gemacht, was man machen kann. Ich hole mir einen Buff und gehe zurück in die Base. Mache ich eigentlich auch nicht selten. Kommt immer drauf an, wie viel Leben ich halt habe. Wenn ich zu wenig Leben habe, dann lohnt sich das. Ja, weil du diesen Buff halt anfangs immer nur kriegst, nachdem du Leben verloren hast, ne? Ist halt so. So, ich räume im Jungle noch ein bisschen. Stein! Wo sind denn hier die Kackviecher? Ich finde die gar nicht. Die siehst du auch auf der Minimap, ne? Ja, ja, ich verlaufe mich nur immer, weil es da diese Wege gibt, die so verzweigt sind. Ja, das kann ich. Oh, shit, zu früh reingerannt. Los. Den kriegen wir. So, den habe ich. Oh, dann machen wir einen auf den. Weil hier sind Easy. Zwei, ne? Ich würde drüber gucken. Alter, da sind drei. Ja. Ich komme mal zu euch, ja? Ich bin gerade am abhauen. Oh, ich schaff's. Okay, er wird sterben. Das tut mir leid. Ja. Er hat sich für uns geopfert. Du entschuldigst dich. Ja, das ist halt scheiße gewesen, aber wir haben den Turm dafür gekriegt. Ja, ich meine, wir konnten ihm nicht helfen, weil wir wären dabei draufgegangen, dann wären die in der Überzahl gewesen. Das hätte es nicht gebracht, weil du musst ja auch taktisch denken können, ne? Ja, das stimmt. Da hilft es nichts, einfach drauf zu gehen, den Gegnern einfach einen Schlag zu verpassen, dann sich zu opfern, das Team ist in der Unterzahl, Gegner in der Überzahl, man wird überrannt. Das ist einfach nicht das, was man hier erreichen möchte. Deswegen sollte man sehr vorsichtig spielen. Ich spiele immer sehr vorsichtig. Und nur wenn ich wirklich merke, dass ich overpowered bin, wenn ich am Ende voll geskillt bin, dann kann ich gegen drei alleine kämpfen und die haben keine Chance gegen mich. Nein. Außer die haben richtig gute Karten, dann ist das was anderes. Das wollte ich gerade machen. Ich bin extra vom linken Jungle in den rechten Jungle gerannt. Ist das dein Ernst? Ja, ich auch, aber ich war schneller. Schien. So, okay. Ja, da ist Gaystone und... Hey, der heilt dich. Jawohl. Er hasst dich doch nicht. Er hat dich lieb. Love and peace, man. So, komm. Er hat mich einfach lieb geworden. Das war einfach so geil am Anfang. Ja, davon ja, das ist dann auch so. Also, ihr hattet so viel Körperkontakt. Der ist so heiß auf dich. Das ist eine enge Verbundenheit. Ich glaube, der wird dich nach dem Match erstmal durchbügeln. Da kannst du dich drauf verlassen. Pass mal auf, ich schenke ihm mal was. Guck ihn mal an. Du bist ja noch hier, ne? Okay. Ich sehe ihn. Hier, kriegst du einen Stein! Oh Mann. Mein Zeichen der Liebe. Ich hab euch gerade gefragt, seid ihr behindert? Wir sind ein bisschen bekloppt, aber ich finde, Spaß ist ganz wichtig bei sowas. Und wir sollten mal zurück in die Mitte gehen, da wird gerade ordentlich ausgeteilt. Unser Bitch Slaps. Ja, du verteilst sowieso, das weiß ich, aber ich würde auch gerne meine Mates bisschen unterstützen, sag ich mal. Ne? Also, so von Mate zu Mate. Von Matt zu Matt? Der heißt Hector, alles klar. Hector, der Oberpro ist bei mir. Was willst du machen? So, den kriegen wir. Weißt du nicht, geht er in den Jungle oder? Erstmal fehlende Gegner melden. Letztens spiele ich mit einem Kollegen, ne? Und da schreibe ich so Enemy Missing, wie jetzt gerade hier, weil ich spiele auf Englisch. Und er, wer ist dieser Enemy? Wo ist der? Er ist doch missing. Er wird vermisst. Ja. Ja, er dachte wirklich, das wäre ein einzelner Gegner, der Enemy heißt. Ich habe ihn dann erstmal, ich hab ihn ausgelacht. Ist einfach so. Und dann hat er es verstanden. Also, nein, und dann kommt da noch einer. Wollt ihr mich verarschen?
Ich dachte, den kriege ich. Oh nee, da gehe ich nicht hin. Ich werde sterben. Da sind da viele. Nein. Lubschi, spring. Ich kann nicht. Zu wenig Mana. Nein, nein. Und Lubschi, nein. Rest in peace. Oh, da kam mir Feng Mao entgegen und ich bin halt im Jungle. Habe ich meine Ulti gezündet und dann dachte ich, ich krieg den easy und dann kam da noch einer und dann war alles für den Arsch. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich stand hinter dir. Und wieder hat er zugeguckt, wie ich sterbe. Schäm dich. Aber ich stand bei uns im Jungle, du warst bei denen, also ich konnte zugucken, aber war halt zu weit weg. Was habe ich? Ich da natürlich sofort reingespielt. Was habe ich hier denn mit meinem Deck gemacht? Warum habe ich nur 5 Karten? Keine Karten oder was? So, weil ich bei manchen so viel Verbesserung drin habe. Ah, ja, macht Sinn. Ach so.